Einen wunderschönen und äußerst angenehmen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist JB und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir Chef Gok besiegt und werden uns nun heute darum kümmern, dass wir eventuell die restlichen lila Coins sammeln, die ich jetzt gerade gefunden habe. Toll. Ja, wir haben es geschafft. Ziel erreicht. Wir haben eine Menge in diesem Part schon erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine wunderschöne Bewertung da und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Habt ihr mir nicht geglaubt. Naja. Machen wir weiter. Der Part ist noch nicht vorbei, weil wir etwas erreicht haben. Wir haben neue Artikel bekommen. Ja, erstmal nehme ich das, ne? Danke, Kumpel! Ja, immer. Shopping auf der Schmausspitze. Das kaufen wir direkt mal. Ein Clownskostüm. Manchmal fühle ich mich ja wie ein Clown. Wird man eigentlich auch so geschminkt wie ein Clown, wenn man das anzieht? Aber wie ein Clown rumrennen wollte ich jetzt nicht. Die Kochmütze, die nehmen wir natürlich direkt mal. Sehr gut, Mario. Dann haben wir noch so irgendwie so ein Künstler-Outfit. Das werden wir nicht anziehen. Ich bin nicht so ein Kunstfreund. Oh, 40 haben wir noch. Ja, Souvenirs nehmen wir mit, ne, würde ich behaupten. Ja, wunderschön. Das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Was steht da? Mount Volbono? Ach, keine Ahnung. Jetzt sehen wir dem Land entsprechend aus. Wer ist eigentlich Herrscher dieses Landes? Jedes Land müsste doch ein... Ja, ein Herrscher, ein König oder so. Hi. Hier kommst du nur rein, wenn du auch wie ein Koch aussiehst. Aber hey, du hast die richtigen Klamotten an und die richtige Kopfbedeckung auf. Komm rein. Ja, moin. Darf ich jetzt an einem Kochduell teilnehmen? An einem Shokugeki? Ach, das ist eine Sub-Area. Ist das das erste Mal, dass mal was Vernünftiges? Ja, moin. Köcheln mit kleiner Flamme. Das erste Mal, dass mal was Vernünftiges in dieser Tür ist. Die erste Herausforderung. Aua. Ich glaube, diese heißen Tomaten ebnen uns den Weg nach oben. Das finde ich super. Und jetzt rein hier. Und noch ein Mond. Zwei auf einen Streich. Ist das sowas wie die Lagerhalle? Köcheln mit großer Flamme. So wie die Zutaten-Lagerhalle, weil die ist ja auch eine Riesenwand an Zutaten. Kann man vielleicht mal mitnehmen zu Hause kochen. Ja, zwei Monde. Und die restlichen lila Coins haben wir damit schon mal in der Tasche. Was sagt Schnackelchen eigentlich? Schnackelchen ist hier. Yeah. Schatz unter den Käsefelsen. Ein Schatz unter den Käsefelsen? Die einzigen Käsefelsen sind doch die da. Und die Käsefelsen der Sub-Area. Aber da war schon ein geheimer Mond. Achso, hier. Deswegen können ja eigentlich nur die hier gemeint sein, oder?
Danke, Arschloch. Aber hier ist nichts. Oder meinen die diese hier? Aber hier waren doch schon die Münzen. Verstehe ich jetzt nicht. Oder ist das hier gemeint? Na los, mach alles auf. Wir machen jetzt jeden Käsefelsen, den wir kriegen können, kaputt. Hier ist auch nichts. Ach, ist er wieder am Leben? Der Spasti! Verstehe ich nicht so. Da hinten sind noch Käsefelsen. Vielleicht muss ich ja da hin. Komme ich da so einfach hin? Ich kann auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist kein Problem, da hinzukommen. Ich muss nur an diesen Tüten hier vorbei. Aber ich glaube, fürs Dafür da reicht's nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt hier runter. Stirb. Dahin. Ich glaube, das ist hier. Das ist gemeint. Bestimmt. Machen wir mal kaputt hier. Ja. Das klingt gut. Schatz unter den Käsefelsen. Wir werden mal gucken, dass wir in dem heutigen Part. Und vielleicht so viele Mone sammeln, dass wir dann im nächsten ins nächste Land reisen können. So ist der Plan zumindest. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich durchschnittlich für jede Welt 4 bis 5 Parts brauche. Umgeben von hohen Bergen. Umgeben von hohen Bergen? Wo ist denn ein Ort umgeben von hohen Bergen? Wir sind doch. Hä? Machen wir mal erstmal was anderes. Goldrübenrezept 1. Ja, wo das ist, aber weiß ich nicht. Gib mir was anderes. Ja, ist okay. Also kann er mir nur 2 gleichzeitig nennen. Umgeben von hohen Bergen. Weiß nicht, wo das sein soll. Auf der Säule leuchtet's ja. Finden wir etwa einen Mond ohne Schnackelchen? Tatsache! Auf einer der aufgereihten Säulen. Alles klar, okay. Ich wüsste jetzt nicht, was damit gemeint ist. Umgeben von hohen Bergen. Was ist denn mit Berg gemeint? Es gibt doch noch einen Mond, der heißt Hoppeldi-Hopp. Irgendwas mit Hoppeldi-Hopp am Vulkan. Nur wo ist das? Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, 50 Münzen auszugeben, um diesen Toad zu fragen. Gehen wir noch mal auf die Schmausspitze. Vielleicht können wir ja da von da was sehen. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich habe da gerade eine gute Stelle ausgemacht, wo was sein könnte. Und tschüss. Sieht er da rechts da? Genau hier. Hier.
Hier waren wir noch gar nicht drauf. Was? Das ist ein bisschen rutschig, da kann das sein. Obwohl das gar nicht so steil ist und es deutlich steilere Dinge gibt. Dieses Gold, diese Goldrübe weiß ich auch nicht, wo die sein soll. Das ist alles ein bisschen mysteriös und komplex. Muss man schon mal sagen. Das ist jetzt aber hier eine Rumsucherei. Alter, da waren wir noch so viele Monde eigentlich offen. Und wenn man halt keine Monde findet, dann ist halt schlecht, ne? Oder wir sind einfach nur doof. Kann ja auch sein, wir sind einfach nur zu doof für den ganzen Mist. Vielleicht habe ich ja auch einen Mond hier noch vergessen. Einfach aus dem Grund, weil ich doof bin. Aber da muss doch drauf noch was sein. Okay, so hatte ich das jetzt nicht geplant. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Aber wo ist dann dieser dumme Hase? Der muss dann doch hier irgendwo sein. Den suche ich jetzt aber mal. Wo ist denn der Hase? Vielleicht ist ja nicht zwingend dieser Berg hier gemeint. Was könnte noch als Berg durchgehen? Weil dieser Berg wird ja ausschließlich Schmausspitze genannt. Das kann ja auch ein Berg hier sein. Aber hier ist auch kein Hase. Fragen über Fragen. Das da könnte auch ein Berg sein. Das ist kein Berg. Ob das ein Berg ist, weiß ich nicht. Schauen wir uns mal da mal um. Obwohl wir da jetzt auch irgendwie schon 100 Milliarden Mal waren. Moment. Da leuchtet doch was. Seht ihr das? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, hi. Okay. Mieses Versteck, umgeben von hohen Bergen. Was ein dreckiges Versteck. Was ein dreckiges Versteck. Alter. Nee. Nintendo. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was war das noch? Mond 12, wo? Goldrübenrezept 1. Ja, wo ist denn der Kack? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon irgendwie reich. Vielleicht befindet sich das ja auf dieser einsamen Insel. Salzhaufeninsel. Entfernte Insel in der Lava. Aber das geht doch gar nicht. Das kann gar nicht gehen. Das ist ein dummer Gedanke, das funktioniert nicht. Nee, das geht nicht. Ich würde schon gerne wissen, wo zum Fick das sich diese letzte Goldrübe befindet. Nee, oder? Ich such wie ein Bekloppter. Und die ist am Anfang. Das war's dann mal wieder komplett. Alter, warum denn? Goldrübenrezept 1. So, was hast du noch? Salzinsel in der Lava. Hä? Ja, hier ist... Das ist... eine Salzinsel.
Oder ist die andere da gemeint? Dann muss doch... Jetzt nicht ernsthaft, oder? Als ob! Okay, jetzt wird's langsam lächerlich, dass ich die nicht gefunden habe. Jetzt wird's langsam lächerlich, echt jetzt. Was muss ich denn noch alles sammeln? Mond 19, 31, 35! Wo ist Mond 35? Hat sich hier irgendwo ein Hase versteckt oder so? Irgendwo nirgendwo so ein kleiner unscheinbarer Hase, den man leicht übersehen kann. Nee! Bin ich dumm? Da ist er doch! Das ist... Ey, langsam wird's lächerlich einfach. Langsam wird's einfach lächerlich, komm schon. Das ist doch jetzt nicht die Möglichkeit, oder? Dass ich hier eins nach dem anderen übersehe. Schlemmerland Tic-Tac-Turnier 2? Und wo habe ich jetzt ein Tic-Tac-Turnier übersehen? Hier irgendwo noch so eine dumme Vogelscheuche, vielleicht am Anfang oder so, auf so einem Ding, mal, die, da ist eine Vogelscheuche, aber die haben wir doch schon gemacht. So ein Scarecrow. Aber hier ist so ein Ding, soweit ich weiß, da nicht. Ey, das ist langsam einfach echt nur noch peinlich. Irgendwo eine Sub-Area, die ich übersehen habe. Vielleicht eine Rakete. Oh Mann. Dann schneide ich mal, bis ich das gefunden habe, weil es geht Unmengen an Paarzeit dabei drauf, wenn ich nur noch am Suchen bin und nichts finde. Hier ist es doch! Ey, alles vor meiner Nase, was ist denn? Alles vor meiner Nase. Und ich sehe es nicht. Schlemmerland Tic-Tac-Turnier 2. Ja, es fehlt nur noch Mond 31. Und Alter, das mit dem Kunst, ne? Dann haben wir in diesem Part eigentlich dann schon das Schlemmerland beendet. Fragen wir mal Schnackelchen, was es noch zu holen gibt. Entzünde die beiden Flammen. Habe ich das nicht schon irgendwo? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das hier gemacht habe. Aber gibt es noch irgendwo einen Ort, wo das möglich ist? Wo geht das? Wo können wir Flammen entzünden? Hier? Nee. Den haben wir schon entzündet, den wir hier links sehen. Den da. Der ist schon ready. Ja, der ist schon ready. Wir können ja mal ganz cool den hier mitnehmen. Dann können wir denen zeigen, dass wir krass sind. Ist hier oben vielleicht was gemeint?
Nein, nicht runterfallen, du Affe! So ein Trottel. Da weißt du natürlich schon, dass ich jetzt gleich direkt down bin. Einfach unangenehm. Wenn ich das jetzt nicht auf die Schnelle finde, dann muss ich das wieder schneiden. Ich muss so viel schneiden, das ist noch nicht mehr normal. Ich habe hier noch nicht gesucht nach den Sachen. Befindet sich hier irgendwo was? Ja, gefunden. Ach Leute, das ist wirklich der Part der offensichtlichen Mone, die ich nicht finde. Unglaublich, oder? Entzünde die beiden Flammen. Danke, du Hure. So, wenn jetzt Schnackelchen sagt irgendwie, ne, mit Hinweiskunst gefunden und sonst nichts anderes mehr sagt, dann sind wir durch. Dann gehen wir ins Küstenland und holen den letzten Mond. Moin. Mit Schlemmerlandkunst gefunden, wie ich es mir gedacht habe. Wenn jetzt was anderes sagt, dann haben wir noch einen Mond. Nö. Das ist der letzte. Wir können damit jetzt mal eben noch ins Küstenland reisen und dann mal gucken. Ich habe eventuell einen Plan, wo sich das befindet. Und zwar da, wo die Sphinx ist. Wir haben so viele Monde aus diesem Land geholt. Und es gibt ja noch Monde, die wir holen können, aber die sind noch nicht freigeschaltet. Weil wisst ihr, Freunde, das Spiel geht erst richtig los, wenn wir es durchgespielt haben. Ja, ganz richtig gehört. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Jetzt können wir in Bowsers Land reisen. Ein Moment mal, der Kerl hat noch ein eigenes Land? Ja, warum denn nicht? Küstenland. Also ich glaube, dann fängt im nächsten Part ja schon das Finale des Spiels an. Soll ich euch was sagen, wenn wir Bowser besiegt haben, Peach gerettet haben, da haben wir das Spiel, glaube ich, erstmal zu einem Drittel durchgespielt. Zu einem Drittel durchgespielt. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie riesig, gigantisch das Spiel ist. Klar, haben wir dann alles offen so, ne? Aber es gibt noch so viele Monde zu holen. Ich glaube, das Spiel müsste 800 Monde oder so haben, weiß ich nicht. Wir haben jetzt erstmal 300 was weiß ich was und sind kurz vorm Finale. 394, ne? Steht das drauf? Müsste. Ich sehe es von hier nicht. Okay. Das bedeutet, wir müssen ja noch nach dem Durchspiel nochmal 500 Monde sammeln oder so. Oder 400, je nachdem wie viele Monde wir am Ende da rausholen. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal kurz hier drauf. Ich habe ja ein Foto gemacht. Okay. Es ist doch nicht hier. Aber es befindet sich auf diesem Weg irgendwo. Dann würde ich sagen. Und auf dem Ding haben wir noch so einen kleinen Stein gesehen, okay? Hier würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Schneller kann der Dude aber nicht, oder? Da. Hier. Wir sind eigentlich komplett in die falsche Richtung geschwommen. Mit Schlemmerlandkunst gefunden und wieder verziehen. Wir müssen ja noch Schnackelchen fragen. Hey. Jo, haben wir alles? Ja, bitte.
Weißt du, ich finde das so unnötig, dass der mir irgendwie so Tipps geben will, wie man Mario steuern kann. Und das wiederholt sich immer 10 Millionen Mal. Und das interessiert doch überhaupt nicht. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich bin zwar kein Speedrun-Pro oder so, oder so gut wie einer. Aber ich beherrsche das Moveset eigentlich, ja, schon so. Klar, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, so, da habe ich mich ein bisschen kacke angestellt, aber das ging nach einer Zeit, ging es immer besser. Keine Hinweise, gut, dann sind wir fertig. Dann lade ich eben diesen Mond noch rein. Und im nächsten Part geht es dann ins Bowserland. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass eine wunderschöne Bewertung da. Und wir sehen uns. Ja, 395, das ist perfekt. Der 5-Sterne-Koch Mario, der Meister der Kulinarik, verabschiedet sich. Haut rein!